Hallo Leute und herzlich willkommen zur Lektion Social Media. Ein Social Media Auftritt gehört heutzutage wirklich zu deinem Marketing Auftritt unverzichtbar dazu. Sowieso hat ja eigentlich jeder schon als Privatprofil eine Präsenz auf Social Media. Aber wenn du als DJ eben auch öffentlich bekannt werden möchtest, dann musst du dir auf jeden Fall noch ein extra Profil für dein DJ-Dasein zulegen. Natürlich kann es auch eine gewisse Zeit gut gehen, dass du einfach deine Privatprofile dafür nutzt, das Ganze zu promoten. Und vielleicht möchtest du die Profile sozusagen umwandeln. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit, richtige Unternehmensprofile zu erstellen. Und so gehst du dann auch irgendwann deinen Freunden nicht mehr auf die Nerven. Und hast hier natürlich auch noch ganz andere Möglichkeiten, auch eine Zielgruppe zu erreichen, die ja eben nicht nur deinen Freunden entspricht. Wie du das dann alles genau machst, haben wir für dich in dieser Lektion hier zusammengefasst. In erster Linie ist es wichtig, wie auch schon eingangs dieses Kurses besprochen, dass du häufig und vor allem auch regelmäßig Content veröffentlichst. Das widerspricht sich nicht oder ist mehr oder weniger eben nicht dasselbe, denn häufig kann ja auch sein, dass du eben mal an 3 Tagen extrem viel veröffentlichst und dann machst du wieder eine längere Pause, dann veröffentlichst du wieder am Stück extrem viel. Das ist ja dann immer noch häufig, aber regelmäßig bedeutet eben, dass du auch kontinuierlich dabei bleibst und deine Kanäle weiterhin ja eben kontinuierlich mit Inhalten speist. Du kannst dir dazu einen Postingplan zum Beispiel erstellen, wenn du eben schon so weit bist, dass du hier ein Unternehmensprofil hast und so deine Community regelmäßig mit bestimmten Inhalten versorgen. Dazu aber später noch mehr. Wichtig ist auch allgemein gesagt, dass du Inhalte mit deutlichem Mehrwert veröffentlichst. Also eben, wie man es vielleicht von manchen Leuten kennt, einfach nur immer jeden Mittag ein Bild von deinem Mittagessen. Ist natürlich auch irgendwie Content, aber nicht unbedingt der mit dem größten Mehrwert. Von daher wirst du es hier wahrscheinlich weniger schaffen, dir eine nachhaltige Community aufzubauen. Sowieso hat das Ganze ja auch wenig mit DJing und Musik zu tun. Von daher schau eben, dass du Inhalte postest, die mit Musik zu tun haben, die mit deiner DJ-Karriere zu tun haben und die auf jeden Fall hochwertig sind, ja? Die Leute unterhalten, die einfach nur ansehnlich sind, informativ sind, was auch immer, auf jeden Fall ein deutlicher Mehrwert. Deine Community wird ansonsten schnell gelangweilt sein. Die Aufmerksamkeitsspanne im Internet ist sowieso extrem gering. Du musst dir also eben mit guten Inhalten schaffen, deine Leute schnell zu catchen. Genau, am besten eben das Ganze mit dem Bezug zum Musik und zum DJing, denn deswegen folgen dir die Leute ja. Also die Leute sind ja eben ursprünglich nicht gefolgt, um dein Mittagessen zu sehen. Deswegen fokussiere dich in erster Linie darauf. Du kannst natürlich auch andere Inhalte posten, keine Frage, aber schau, dass das auf jeden Fall die Überhand ist. Dir sei auf jeden Fall auch empfohlen, dass du ein Unternehmensprofil erstellst, denn so hast du zum einen dein Privatprofil von deinem Unternehmensprofil getrennt, also zum Beispiel vermischst du hier eben nicht private Inhalte und vielleicht eben ja auch private Einsichten, die du dann Leuten gewährst, die du vielleicht deiner anonymen Community eigentlich normalerweise nicht gewähren möchtest. Außerdem hast du zum Beispiel Einsichten in Statistiken, du kannst Werbung schalten und so weiter. Also es gibt hier einige Vorteile, die du davon hast. Deswegen mach das auf jeden Fall. Wichtig ist, dass du hierbei zwischen den verschiedenen Unternehmensprofilen, also auf den verschiedenen Plattformen, ein einheitliches Layout hast, dass du hier die ähnlichen Bilder nimmst, die alle einen ähnlichen Stil haben, sei es jetzt von der Farbgebung her oder eben generell, wie du auf den Bildern abgebildet bist. Dann auch eben, wie du dort heißt, dein Künstlername. Sollte natürlich auch im besten Fall der Name deines Profils sein, wenn der leider schon vergeben ist, halt irgendwas, was sehr nah da dran ist. Am besten heißt dann eben ja auch die URL so, eben Facebook/ dein Künstlername. Und du solltest auch die Infoboxen alle immer sorgfältig ausfüllen sozusagen. Somit wirst du zum einen besser gefunden und zum anderen können sich Interessierte über dich informieren. So hast du eben dann eine gute Möglichkeit, deine
Community schon mal mit allgemeinen Infos zu versorgen und zum Beispiel eben ja auch zu anderen Profilen umzuleiten. Wichtig ist, dass du mit deinen Followern interagierst. Interaktives Marketing ist eben ganz, ganz wichtig, denn sagen wir mal, dieses klassische Marketing eben über Social Media, dass du einfach nur regelmäßig einfach mal irgendwas postest nach dem Motto friss oder stirb, das reicht heutzutage leider nicht mehr. Deswegen ist es wichtig, dass du eine gute Bindung zu deiner Community aufbaust und das Ganze eben machst, indem du Live-Chats durchführst, dass du einen Livestream machst, wie du vielleicht auflegst zum Beispiel, dass du Umfragen machst, deine Community wirklich einbeziehst, vielleicht welche Tracks sollst du in einem Mix benutzen oder soll der Mix vielleicht in die oder in die Richtung gehen oder wo du am nächsten Mal auflegen sollst und so weiter. Hier gibt es ja unfassbar viele Möglichkeiten. Nutze auch vor allem Call-to-Actions, dass die Leute dir zum Beispiel folgen sollen, dass sie eben auch kommentieren sollen, insofern ihnen was gefällt oder vielleicht auch nicht passt und so weiter. Du kannst auch Verlosungen zum Beispiel machen von Merchandise, von Gästelisteplätzen und so weiter. Deswegen auf jeden Fall nutz die Möglichkeit, die dir Social Media bietet, dass du mit deiner Community auch wirklich in direkten Kontakt und Austausch trittst. Formuliere ehrliche und treffende Kommentare. Kein Spam, du kannst es natürlich nutzen, um ja, Reichweite zu generieren, indem du bei anderen Beiträgen kommentierst zum Beispiel. Oder auch wenn du unter deinen Beiträgen dann nochmal andere Kommentare wieder kommentierst, also auf diese eingehst, dann schau, dass die ehrlich und vor allem treffend sind. Denn allgemeine Formulierungen einfach nur, um irgendwie Promo zu machen, die aber eigentlich gar nicht zum Post passen, sind sehr peinlich und schaden dir eher. Du solltest auch auf jeden Fall immer auf die Kommentare, die unter deine Beiträge kommen, antworten. Es sei denn wirklich, du hast ein gigantisches Profil, wo man das nicht mehr schafft, aber dann nimmt es dir auch keiner mehr übel. Wir gehen ja hier davon aus, dass wir alle noch ziemlich am Anfang sind. Deswegen immer auf die Kommentare immer ja, eben antworten. Bedank dich für die Kommentare, geh darauf ein. Hak hier nochmal nach, wenn es negative Kritik war, was du eben vielleicht verbessern kannst, was genau nicht gefallen hat. Und geh da auf jeden Fall drauf ein, denn es ist mehr oder weniger gut gemeint oder auf jeden Fall mal eine Chance für dich, dass du hier was besser machen kannst und das solltest du nutzen. Organische, ehrliche, richtige Reichweite ist auf jeden Fall deutlich viel mehr wert als die gekaufte, denn hier hast du eben ein wirkliches Engagement mit deiner Community und deswegen ist es auf jeden Fall vorzuziehen und vor allem eben ist sie auch kostenlos. Deswegen nutzt es, dass du eben mit deiner Community interagierst und somit wirst du automatisch schon viel Reichweite generieren können. Du solltest deine Follower und deine Zielgruppe genau analysieren. Was heißt es? Lies die Statistiken aus, die dir dein Unternehmensprofil zur Verfügung stellt. Natürlich ist es auch das Geschäftsmodell von Social Media, dass sie eben die Daten der Nutzer dir zur Verfügung stellen, dass du eben so zielgerichtete Werbung schalten kannst. Aber eben, bevor du Werbung überhaupt mal schaltest, kannst du dich ja überhaupt mal informieren, wer ist denn überhaupt deine Zielgruppe? Wie ist das Geschlecht? Wo ist der Wohnort? Was sind gewisse Vorzüge? Wie ist das Alter der Community? Und so weiter. Hier wird dir wirklich schon viel zur Verfügung gestellt. Und demnach kannst du ja dann auch deinen Online-Auftritt ausrichten, eben für welche Zielgruppe du den in erster Linie ja gestalten möchtest. Und gefolgt dann natürlich von der zielgerichteten Werbung, die du dann auch in späteren Schritten noch schalten kannst. Du solltest auf jeden Fall auch zu Paid Content greifen zu späterer Zeit, also eben bezahlte Inhalte, diese klassische Werbung, gesponserte Posts. Und natürlich ist die organische Reichweite auf jeden Fall vorzuziehen, aber oft ist es eben so, dass man dann mal so ein gewisses Plateau erreicht hat, wo dann einfach mehr oder weniger nicht mehr drin ist. Oder man möchte einfach schneller wachsen und insofern macht es auf jeden Fall Sinn, eben gesponserte Beiträge zu nutzen. Hier kannst du dann wieder genau die demografischen Daten in der Zielgruppe nutzen, um diese Werbung möglichst genau auszuliefern. Facebook kannst du in erster Linie dazu nutzen, die Leute allgemein zu informieren. Facebook ist ja leider inzwischen eher schon auf einem absteigenden Ast, haben ja auch einige Probleme, aber trotzdem ist Facebook immer noch das größte aller Netzwerke und eben du kannst die Leute hier gut informieren und vor allem auch unterhalten. Das sind im Prinzip so die Stärken von Facebook.
Persönliches empfiehlt sich dann eher in hoher Qualität auf Instagram zu posten, sei es jetzt mal Bilder aus deinem Alltag oder auch Bilder von deinen Auftritten. Hier ist schon auf jeden Fall ein persönlicheres Verhältnis als auf Facebook, das Ganze aber auf jeden Fall in hoher Qualität, weil die Nutzer eben derartiges von anderen Leuten schon gewöhnt sind. Und du hast hier im Prinzip diese Mischung aus Facebook und Snapchat, denn es ist nicht nur dieses trockene Informieren wie bei Facebook, und aber auch nicht so ja, platt und einfach, dass du hier Sachen mal schnell aus dem Leben postest wie bei Snapchat. Deswegen eben Persönliches in geringerer Qualität, mal vielleicht wieder darauf zurückzukommen, dein Mittagessen kannst du dann eher auf Snapchat posten, da ist der Anspruch auch nicht so hoch. Und das sind auf jeden Fall die drei Schwerpunkte der drei großen Netzwerke. Early Adopter werden belohnt. Was heißt das? Es geht hier darum, dass der Algorithmus belohnt, wenn Nutzer neue Funktionen einsetzen. Denn das Netzwerk ist ja auch daran interessiert, dass diese Funktionen eingesetzt werden. Deswegen solltest du das auf jeden Fall nutzen. Hier wirst du immer noch die beste Reichweite erzielen, wenn neue Funktionen bei den alten Netzwerken freigeschaltet werden. Du hast vor allem auch weniger Konkurrenz, denn andere benutzen diese Funktion eben noch nicht. Und so unterscheidest du dich auch von den anderen. Wo wir wieder beim Thema USP sind, also Alleinstellungsmerkmal. Neue Funktionen solltest du daher schnell verwenden und neuen Netzwerken schnell beitreten, weil ein neues, junges Netzwerk ist natürlich auch daran interessiert, dass es schnell wächst. Von daher macht es das Netzwerk den neuen Usern auch in der Regel sehr leicht. Deswegen sei ein Early Adopter, sei hier immer wachsam, welche neuen Funktionen freigeschaltet werden, welche neuen Netzwerke es vielleicht noch gibt und eigne dir die hier schnell an. Wenn du ja auch eben weißt, wie diese ganzen neuen Funktionen dann angewendet werden, bist du eben auch deiner Konkurrenz schon deutlich voraus. In Deutschland herrscht, wie ja auch bei der Website, für deine Social Media Kanäle auch Impressumspflicht, also du solltest wenigstens deinen Namen, deine Adresse und deinen Kontakt hinterlegen oder zum Beispiel eben auch den Link zu deiner Website, wo der dann das Impressum ist, wenn du verständlicherweise auch zum Beispiel auf Instagram nicht einfach deine Adresse veröffentlichen möchtest. Wenn du ein Release hast, dann empfiehlt es sich, dass du den Vorbestell-Link, insofern es ein Release ist, mal noch kaufen kann. Oder zum Beispiel, wenn es ja auch ein Mix ist, den du jetzt neu veröffentlicht hast, dann solltest du schauen, dass du diese Links eben gut verbreitest und gut präsentierst. Das heißt, du solltest in deinen Titel und dein Profilbild zum Beispiel den Link einbinden. Du solltest ihn in die Profilbeschreibung packen. Sowieso postest du ja auch darüber, ganz klar. Und so muss dieser Link oder dieser Weg, diese Customer Journey, wie man so schön sagt, von dem Erstkontakt mit dem Link bis zu dem, dass er dann auch den Kauf durchführt oder sich den Mix anhört, so leicht und bequem wie möglich gestalten. Das ist auf jeden Fall ganz wichtig. Die Leute müssen damit so wenig Klicks wie möglich hingelangen. Und eben, er muss sehr leicht präsent erreichbar sein. Facebook, um jetzt mal auf dieses Netzwerk genauer einzugehen, ist im Prinzip das beste Werkzeug für bezahltes Marketing. Denn hier ist die Zielgruppe, die ganzen Nutzer sind eben schon sehr gut ausgeleuchtet. Das heißt, du kannst deine Zielgruppe eben auch sehr, sehr gut erreichen, genau targetieren, wie man so schön sagt. Und kannst hier wirklich genau gehen nach der Demografie, sei es jetzt Wohnort, Alter, Geschlecht und vor allem auch sowas wie Interessen. Also welche andere Seiten haben sie geliked? Und hier hast du ja dann vielleicht eben Konkurrenten oder Themengebiete, Genre, die die Leute auch sehr feiern, die du dann genau targetieren kannst, wo du auch weißt, die Werbung kommt bei den Leuten an, für die sie auch wirklich ja, relevant ist. Leider hat Facebook inzwischen eine sehr schlechte organische Reichweite. Am allerschlechtesten ist der Textbeitrag. Dann eben immer sich steigernd gehen wir über Bild, Video bis zum Livestream dann. Aber allgemein eben selbst auch der Livestream hat inzwischen eine verhältnismäßig schlechte organische Reichweite. In der Regel kann man sagen, dass Posts mit viel Interaktion dann auch vom Algorithmus besser gerankt werden und somit auch an mehr Leute ausgeliefert werden. Das heißt, dass sie auch von mehr Leuten gesehen werden und somit auch wieder mehr Likes bekommen. Das ist also ein Teufelskreis und ein Grund, warum manche Leute ihre Posts mit Fake-Likes pushen, damit
eben dieser erste Trigger über den Algorithmus ausgelöst ist, dass sie auch dann andere Leute zu Gesicht bekommen. Generell solltest du ja hier in einer hohen Postqualität auch arbeiten, vom Inhalt, auch vom Layout her. Das gilt natürlich allgemein immer, wenn du irgendwas machst, dass du den Leuten halt eben auch einen hohen Mehrwert bietest. Klar, Facebook ist inzwischen im Prinzip fast schon out. Der Newsfeed ist leider sehr überflutet mit Werbung oder anderem Quatsch, irgendwelchen lustigen Videos. Man sieht leider kaum noch persönliche Beiträge. Und gerade gegen diese großen Seiten hast du als kleiner DJ wenig Chance. Deswegen musst du zum einen deine Zielgruppe, wenn du Werbung schaltest, sehr gut targetieren. Oder eben hast leider auch, weswegen ja die organische Reichweite sehr schlecht ist, eben große Probleme, deine Sachen an die Leute zu bringen, wenn du das Ganze nicht bezahlt unterstützt. Wenn du ein Unternehmensprofil erstellst, dann schau, dass du hier ein hochwertiges Profil- und Titelbild hast, das eben auch vom Layout her mit deinen anderen Kanälen übereinstimmt. Dann kannst du auch die Links zu den anderen Social-Media-Kanälen einbinden. Du solltest auch dein Logo unterbringen. Du kannst ja zum Beispiel auf deine Profil- und Titelbilder hinterlegen. Oder du bindest es vielleicht anders ein. Vielleicht hast du ja auch gar kein direktes Bild von dir, weil du auch inkognito bleiben möchtest und machst dann nur das Logo für dich als Profilbild. Wie auch immer, insofern du eins hast, binde es auf jeden Fall ein. Füll die Infobox auch vollständig aus, damit Facebook weiß, wer du bist, dass du auch eben dann potenziellen Leuten dein Profil vorschlagen können. Und aktiviere den Button. Es gibt hier so einen Button, dass du zum Beispiel etwas verkaufst oder dass du zu einer Website weiterleitest und so weiter. Der taucht immer ganz oben auf. Hier solltest du auch die richtige Funktion auswählen und diesen hinterlegen. Denn das ist ja auch wieder eben diese Customer Journey, dass die Leute sehr leicht weitergeleitet werden. Lade dann regelmäßig neue Freunde von deinem Privatprofil zum Beispiel ein, denn meistens sind das ja auch potenzielle Fans deiner Seite. Und wenn du Veranstaltungen hast, dann empfiehlt es sich, dass du die Veranstaltung auch als Veranstaltung in Facebook eröffnest und dann deine Follower darin einlädst, dass sie eben erinnert werden, am so und so vielten spielst du dort. Und das hat sie zu erwarten. Das ist eine gute Möglichkeit, eben hier deine Leute dann auch wirklich zu der Veranstaltung zu lotsen. Instagram hat eine sehr gute organische Reichweite aktuell noch. Man weiß natürlich immer nie, wie sich das entwickelt. Es zeichnet sich schon noch ab, dass es leider auch ein bisschen bergab geht. Aber aktuell auf jeden Fall kann man auch sagen, die organische Reichweite ist sehr gut. Wichtig ist eben, dass du hier eine hohe Postqualität hast, also hochwertige Bilder lieferst, hochwertige Inhalte. Schon auch eben mit einem privaten Bezug. Erstell dir hier genau wie auf Facebook auch dein Unternehmensprofil wieder. Du kannst eben dann die Statistiken einsehen, du kannst gesponserte Beiträge raushauen, du hast Kontaktoptionen, die du hinterlegen kannst, sei es jetzt E-Mail, Adresse, Telefonnummer und so weiter. Schau, dass du ein gut erkennbares Profilbild hast. Bei Instagram ist es ja leider ein sehr kleiner Kreis, deswegen schau, dass du eben hier gut erkennbar bist. Vielleicht auch eben nur mit deinem Logo, je nachdem. Und binde auch die anderen Social-Media-Kanäle wieder ein. Du hast ja leider die Möglichkeit, nur einen einzigen Link auf ganz Instagram unterzubringen, weil du kannst zwar Links in deinem Post unterbringen, aber die sind ja kein Hyperlink, also die Leute können nicht draufklicken. Die einzige Möglichkeit ist hier eben in deinem Profil. Und da schaust du dann einfach, ob das zum Beispiel Facebook ist oder ein neuer Soundcloud-Mix oder deine Website, je nachdem, was gerade eben passend ist, was aktuell ist. Schau, dass du das auf jeden Fall auch machst und du deine Infobox gut bestückst. Das heißt, du machst eine knappe Info, wer du bist, vielleicht eben woher du kommst, in welchem Style du auflegst oder eben was dich besonders noch ausmacht, was die Leute auf deinem Profil erwartet. Mach's kurz und knapp, vielleicht frischst du das Ganze noch mit ein paar Emojis auf und, oder einem Hashtag und machst das Ganze eben so, dass die Leute auf den ersten Blick schnell erkennen, was ist das denn hier für ein Profil, was erwartet mich in Zukunft und ist es denn auch hoffentlich dann wert, diesen Kanal zu abonnieren. Auch hier empfiehlt sich eben der aktivierte Kontakt-Button, so dass die Leute dann auch schnell Kontakt zu dir aufnehmen können. Dein Profil sollte auch eine Einheit haben. Noch mehr als generell dein grobes Layout deiner gesamten Präsenz eine Einheit sein sollte,
kannst du ja auch dein Instagram-Profil an sich in einer Einheit aufbauen. Das heißt zum Beispiel, dass die Bilder alle in einer ähnlichen Farbe sind, also den ähnlichen Filter haben, dass generell das, was auf dem Bild zu sehen ist, immer sehr ähnlich ist, dass du vielleicht einen Rahmen drum legst, also die Form besonders ist, dass du vielleicht sogar im Prinzip manchmal weiße oder schwarze Bilder postest, auf denen eigentlich nichts zu sehen ist und so dann Abstände schaffst, dass wenn die Leute auf dein Profil gehen, dann nur ein Bild in diesem großen Feed zu sehen ist. Also es gibt hier wirklich mannigfaltige Möglichkeiten, wie du das schaffst, dass dein Profil eben nicht einfach ein Konglomerat von wahllosen Aufnahmen ist, die du einfach nacheinander gepostet hast. Denn so vermittelst du eben den Leuten, dass du dir schon Gedanken machst, was du hier an Output lieferst und die Leute sehen auch, was sie in Zukunft wieder erwarten wird. Und ein weiterer Punkt ist auch noch, dass die Leute dich im Feed, wenn sie hier durchscrollen, auch schnell wiedererkennen werden. Wichtig ist eben einfach generell eine ansprechende Optik allgemein. Du kannst eben externe Bildbearbeitungs-Apps benutzen oder auch Programme, klar, aber es ist dann noch umständlicher, als wenn du es einfach direkt in der App hast, wo du eben Filterrahmen und so weiter nutzen kannst. Dann kannst du Bilder kombinieren, das heißt, du nimmst ein großes Bild und zerschneidest es in mehrere kleine Bilder, postest dann diese Puzzleteile sozusagen und erst wenn die Leute auf dein Profil gehen, erschließt sich, was das denn überhaupt für ein Gesamtbild ist. Das solltest du halt nicht allzu groß machen, also keine 15 Bilder lang, aber vielleicht sowas wie 3, 6, 9, so eben, dass es die ersten paar Bilder auf deinem Profil sind, die dann ja eben ein großes Ganzes ergeben. So lotst du auch die Leute, die dich schon länger verfolgen, mal wieder auf dein Profil. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn du das so dann aufbaust, erkennt er ganz klar, was wird mich auch in Zukunft erwarten und eben was machst du denn generell so. Und deswegen erhöhst du hier auch deutlich die Rate der Leute, die dich abonnieren werden. Wenn du ein paar coole Posts hast, die eigentlich normalerweise nicht so zu deinem Profil passen, dann kannst du sie natürlich trotzdem posten. Aber wenn ja nach ein, zwei Tagen dann eigentlich alle Leute in deinem Newsfeed den Post gesehen haben, kannst du ihn auch wieder rausnehmen, insofern er sonst nicht zum Layout passt. Das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, wenn man mal eben Sachen raushauen möchte, die da normalerweise nicht so reinpassen und somit aus dem Raster fallen. Du solltest auf Instagram deine Hashtags optimieren für deine Zielgruppe. Das bedeutet, dass du Posts von deinen Zielgruppen und die Vorschläge durchforstest, was hier eben für Hashtags benutzt werden. Die kannst du dann eben selbst verwenden. Du kannst auch auf die Hashtags draufklicken und dann wiederum schauen, was diese Leute dann alles für Hashtags benutzen. Das ist ja eine Endlosschleife. Und so wirst du dann halt auch sehen, welche Hashtags deine Zielgruppe üblicherweise so benutzt. Wichtig ist hierbei, dass der Hashtag nicht überlaufen ist. Also wenn du jetzt einfach nur den Hashtag DJ nimmst, unter dem schon 10 Millionen Bilder gepostet worden und jede Minute 100 neue Bilder dazukommen, bringt es dir gar nichts, den zu verwenden, weil du halt direkt im Nirvana verschwindest mit deinem Post. Wenn du selbst was postest und dann die richtigen Hashtags für dich schon sondiert hast, dann schau, dass du roundabout 10 Hashtags benutzt. Denn mehr wird sowieso vom Algorithmus als Spam angesehen und du schreckst auch nur deine Follower ab, weil du eben diesen Eindruck machst, du müsst jetzt auf Zwang noch extra viele Hashtags benutzen und die Leute halt ja damit nur noch zu spammen. Das hat ja auch dann mit deinem Content, also dieser Bildunterschrift, die du vielleicht noch dazu lieferst, auch gar nichts mehr zu tun, liefert ja keinen wirklichen Mehrwert. Insgesamt kannst du höchstens 30 benutzen, eben kannst du machen, empfehlen wir aber weniger. Wenn du möchtest, kannst du das Ganze mit etwas Abstand zu der Bildunterschrift posten. Das heißt, du machst dann vielleicht nochmal zwei Leerzeichen mit einfach nur einem Punkt, denn eben es gehört ja nicht zum klassischen Inhalt dazu. Oder du kannst es in den eigentlichen Text, die Bildunterschrift, einbinden. Oder du kannst es eben auch in die Kommentarspalte unter deinem Post packen. Das empfiehlt sich aber auch weniger, weil das dann auch wieder diesen Spam-Charakter hat. Inzwischen ist es auch leider so, dass der private Konsument eigentlich kaum noch auf Hashtags geht. Das siehst du, wenn du in deine Statistiken mal schaust und unter den Beiträgen mal schaust, wie viele Leute denn über Hashtags reingekommen sind, also auf den Beitrag aufmerksam geworden sind. Das sind inzwischen leider sehr wenige, was eben auch daran liegt, dass viele Hashtags halt hoffnungslos überlaufen sind.
und Hashtags viel als Spam angesehen werden. Deswegen, ja, unter Umständen ist es vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig heutzutage, wirklich Hashtags zu benutzen. Klar, so ein paar werden nicht schaden, sind vielleicht ja auch noch ziemlich belustigend. Von daher, nimm das einfach mit. Such dir 10 Treffende raus, wechsel die vielleicht auch ab und zu mal aus. Du kannst ja eben schon 30, 40 insgesamt relevante aussuchen und dann immer wieder so 10er-Päckchen tauschen und dann machst du auf jeden Fall nichts falsch. Du kannst sogar auch auf Instagram einzelnen Hashtags folgen. Somit kannst du regelmäßig Beiträge liken oder kommentieren, die unter dem Hashtag auftauchen. Und du kannst den Leuten auch zum Beispiel folgen, die dann wiederum auf dich aufmerksam werden, weil du ja auch weißt, dass dieser Hashtag sehr relevant für dich ist. Es gibt auch inzwischen die Möglichkeit, automatisiertes Liken und Folgen von Bots zum Beispiel zu nutzen. Du bekommst dann potenzielle Follower anhand von Hashtags, die du dort hinterlegst oder Profilen, wo du weißt, dass hier viele Benutzer drauf sind, die eben auch deiner Zielgruppe entsprechen. Du kannst zum Beispiel auch Orte nutzen, also einen Club oder ähnliche Geschichten. Und du kannst außerdem geplante Beiträge posten. Das ist zwar eigentlich von Instagram nicht erlaubt, aber das wird so umgangen, dass hier dann einfach nur eine Meldung auf deinem Handy aufpoppt und du dann schon noch sagen musst, ja, jetzt posten. Und der Post aber an sich halt schon vorbereitet ist mit der Bildunterschrift und Ähnlichem. Das Ganze ist dann schon sehr schnell, aber auch etwas ungenau und es ist auch unklar, ob Instagram das Ganze abstraft, wenn du das benutzt. Ja, du kannst das Ganze natürlich auch händisch machen, dann kostet es dich mehr Zeit, ist aber auch effizienter, weil du ja natürlich viel besser beurteilen kannst, ob jetzt dieses Profil für dich ja, interessant ist oder nicht. Und welche Beiträge du vielleicht liken möchtest, ob du vielleicht noch einen Kommentar hinterlassen möchtest, der eben auch sehr treffend ist. Und deswegen mach das mal eine Zeit lang, dann ja, kennst du auch deine Zielgruppe besser und vor allem ist deine Conversion Rate, wie man so schön sagt, auch deutlich höher, als wenn du einfach nur einen Bot ins Blaue schießen lässt sozusagen. Du musst diesen Bot natürlich ja auch eben mit schon guten Hashtags und guten Orten, guten Profilen füttern, denn wenn du eben ja, Dinge auswählst, die ja eigentlich gar nicht so treffend sind, dann wird deine Aktion auch im Nichts verpuffen. Die kosten auch in der Regel Geld, das sind dann vielleicht so 10 bis 15 Euro im Monat und mach dich da mal schlau, das ist eine Möglichkeit, aber man sollte das auf jeden Fall mit Vorsicht genießen. Wenn du einen Release hast, dann kannst du ja zum Beispiel auch den selben Post mehrfach posten, einfach, dass immer mehr Leute den Post dann sehen oder zum Beispiel auch, dass du deine Community mit mehrfachen Kontakten sozusagen auf deinen Release aufmerksam machst und dann empfiehlt es sich, dass du den ersten Post oder auch die danach gekommenen einfach nach einer Zeit wieder löscht, dass dein Profil nicht unnötig vollgespammt ist mit immer wieder demselben Post. Wenn du interaktive Stories benutzt, sei es jetzt durch einen Livestream, eine Umfrage oder du kannst ja sogar auch inzwischen Kollegen zuschalten, dann ist das auf jeden Fall wieder sehr gut. Das knüpft ja an das interaktive Marketing an, was wir vorhin schon erwähnt hatten. Das empfiehlt sich sehr, so lernst du auch deine Zielgruppe besser kennen und du bindest deine Zielgruppe mehr an dich. Deswegen mach das auf jeden Fall. Interessante Stories kannst du dann noch in deinen Highlights speichern. Das ist eben ein Bereich auf deinem Profil, wo du dann manche Stories zu gewissen Blöcken noch ja, zusammenfassen und hinterlegen kannst, dass sie sich auch nach 24 Stunden nochmal jemand anschauen kann, denn deine Story ist im Vergleich zu deinem Feed an sich nur 24 Stunden verfügbar. Und deswegen empfiehlt sich das auf jeden Fall. Schwierigkeiten mit Links hast du auf Instagram definitiv. Denn hier kannst du ja nur in deinem Profil einen einzigen Link als Hyperlink hinterlegen. Es sei denn, du hast schon 10.000 Abonnenten, was wir dir wirklich wünschen, aber es ist auf jeden Fall schon dann auch ja, viel Arbeit, da hinzukommen. Und es reicht nicht, sich einfach 9.900 Fake-Abonnenten zu kaufen. Dann hat man nämlich eben die Möglichkeit, auch in der Story Links einzubinden.
aber ansonsten eben nur übers Profil als Hyperlink. Klar, du kannst Links auch in deinen Post packen, aber eben dann ist es kein Hyperlink, sondern nur sozusagen Text und damit kann ja niemand was anfangen. Snapchat ist eher ein Jugendphänomen, also die Alten können damit weniger was anfangen, aber für dich als DJ auf jeden Fall auch eine gute Möglichkeit, deine Community an deinem Leben teilhaben zu lassen. Deswegen im Prinzip auch niedrige Postqualität, weil du einfach alltäglichen Content lieferst, um deine Community regelmäßig zu unterhalten, hier regelmäßige Einblicke zu liefern. Du hast noch die Möglichkeit, mit einem Bitmoji sozusagen ein digitales Abbild von dir zu schaffen, um das Ganze noch ein bisschen zu personalisieren. Das ist aber nicht ganz so wichtig, nur hier am Rande. Außerdem gibt es kleine Gruppen, die du vielleicht für ausgewählte Follower aufmachen kannst, sei es jetzt eine Gästeliste-Aktion oder ähnliches. Filter und Masken sind ja ein Steckenpferd von Snapchat. Die haben einen hohen Entertainment-Faktor. Schau hier nur, dass das Ganze nicht zu peinlich wird. Denn wenn man dich nur noch mit Hundefiltern oder ähnlichen Dingen dann dort sieht, ja, kann das schon deiner Reputation auf jeden Fall schaden. Es sei denn, du machst es halt mal eben wirklich zu Entertainment-Zwecken, um das Ganze hier auf die Schippe zu nehmen. Ja, das gibt's, aber genieß das Ganze auf jeden Fall mit Vorsicht. Bezahlte Werbung gibt's auch auf Snapchat, aber das ist dann entweder ein Geofilter, der nicht in allen Gegenden verfügbar ist. Das heißt eben, die Leute können über ihr Bild dann diesen Geofilter drüber legen, wo dann irgendwas von dir hinterlegt ist. Oder du gehst in den Newsfeed rein, also eben die Stories, die sich die Leute immer angucken. Das ist eine Möglichkeit, ist aber auf jeden Fall schwieriger zu targetieren als auf Instagram und Facebook. Deine Community kannst du über den Snapcode oder den Nickname akquirieren. Das heißt, auf anderen Plattformen verbreitest du die zwei Sachen. Du kannst es auch auf Sticker machen zum Beispiel, die du irgendwo hinklebst. Dann können die Leute diesen Snapcode abscannen. Und deswegen ist es natürlich auch schwierig, weil es keinen Newsfeed, keinen klassischen gibt wie bei Instagram oder Facebook, dass auch fremde Leute einfach durch die Interaktion mit anderen Leuten auf dich aufmerksam werden können. Bei Snapchat kommen die Leute entweder direkt oder sozusagen gar nicht, weil anders erfahren die Leute nicht von dir. Alternativen sind zum Beispiel Twitter, Pinterest und noch andere Plattformen, die es eben alle so gibt. Es kann sich lohnen, da aktiv zu sein, es ist aber nicht notwendig, denn wir als DJs haben ja schon eben auch eine gewisse Art von Content, den wir eben immer bringen und es kommt ja auch darauf an, eben wo unsere Zielgruppe ist. Und man hat dann natürlich eine erhöhte Reichweite, aber auch einen erhöhten Arbeitsaufwand, denn jedes Netzwerk ist anders und von daher ist die Frage, ist das Ganze verhältnismäßig, ob sich eben der Aufwand lohnt, hier noch ein Netzwerk zu bestücken. Denn der Content muss ja dazu passen. Ja, Twitter ist ja auch ein ganz spezieller Anbieter, wo es ja nur um kurze Nachrichten geht. Bei Pinterest treffen sich eher Künstler. Natürlich sind wir auch als DJs Künstler, aber hier geht es ja eher um Kunst, um Handwerk und ähnliches, sagen wir jetzt mal so, und vor allem viele Mädels. Ja, klar, du kannst Gig-Promo machen für die Mixe und so weiter, ja. Aber das Ganze wird hauptsächlich über Facebook und Instagram laufen, weil man das Ganze hier gut verbreiten kann und du deine Zielgruppe hier halt auch sehr gut targetieren kannst. Wenn du dich in Foren engagieren möchtest, was wir jetzt auch einfach mal als soziale Plattform hier bezeichnen, dann kann das auf jeden Fall zu Kooperationen führen. Es ist wichtig, dass du dann einen gewissen Expertenstatus hast. Aber wenn du den mal hast, dann bist du hier auch sehr geschätzt im Forum und dann kann sich daraus definitiv etwas entwickeln. Das kostet aber natürlich dann auch Zeit, sich mit dem Ganzen zu beschäftigen. Vorsicht bei doppelten Artikeln oder eben Fragen, das wird sehr ungern gesehen, weil das Forum dann eben schnell zugespammt ist. Von daher recherchiere vorher gut, wenn du was Neues aufmachst oder eben auch wenn du Antworten gibst. Dann schau, dass du seriöse und kompetente Antworten gibst, denn egal wie blöd die Frage ist, niemand kann Besserwisser leiden, ganz klar. Von daher mach dir da Freunde und keine Feinde, wenn du hier in Foren aktiv bist. Early Adopter
haben es, wie vorhin schon angeschnitten, nicht nur bei neuen Funktionen in einem Netzwerk einfacher, sondern auch eben, wenn generell neue Netzwerke aufkommen. Ihr habt dann weniger Konkurrenz auf dieser Plattform, natürlich auch generell nicht so eine große Community, aber auf jeden Fall eben auch weniger Konkurrenz. Man kennt sich auch besser, schneller aus mit dem neuen Netzwerk. Ihr seid also eurer Konkurrenz dann voraus, wenn die auch mal auf das Netzwerk aufmerksam werden. Ihr seid da also schon besser drin. Und ihr werdet auch durch den Algorithmus bevorzugt, denn so ein neues Netzwerk möchte ja auch neue Reichweite bekommen. Das heißt, die machen es Early Adoptern eben besonders leicht. Eine Variante ist da zum Beispiel Vero zu nennen. Das ist aktuell sehr im Kommen. Es ist relativ ähnlich wie Instagram. Man hat es aber zum Beispiel auch deutlich leichter, Links einzubinden, weil man hier auch direkte Posts mit den Links machen kann. Und ihr habt vor allem auch eine besondere Einstellungsmöglichkeit, wie ihr euch mit den Leuten verbindet. Ihr könnt dann einstellen, ob es ein enger Freund ist, ob es ein normaler Freund ist, ob es nur ein Bekannter ist oder ob du jemandem einfach nur folgen möchtest. Und das ist auf jeden Fall ein neuer Ansatz. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Aber hier zum Beispiel ein Tipp für euch, das ist ja jetzt noch nicht so im Mainstream angekommen. Wir hoffen, du konntest in dieser Lektion einiges mitnehmen. Insofern du noch Fragen oder Anregungen zu dieser Thematik hast, dann schreib uns gerne eine E-Mail. Diese findest du hier unter dem Video. Wir sehen uns dann gleich wieder in der nächsten Lektion und wünschen dir bis dahin alles Gute.